Hallihallo, hallo ihr Lieben! Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. So, wir sitzen jetzt schon alle mal im Auto. Hi. Guten Morgen! Guten Morgen! Hallo! Und zwar haben wir geplant, jetzt wohin zu fahren, dein Lox? In der Kartbahn. Zur Kartbahn, genau. Da waren wir mit den Kiddies noch nie, also sie sind noch nie gefahren. Niemann und ich sind vor zig Jahren. Also ich glaube, da waren die Kinder noch gar nicht da, oder Niemann? Ich glaube, Marlon war ein Baby. Da sind wir auf jeden Fall mal gefahren. Es hat auch richtig Spaß gemacht. 10 Jahre? Also bestimmt schon 10 Jahre, ja. Ja, und heute sind die Kiddies dran. Heute dürfen die Kinder fahren. Und wir haben richtig gutes Wetter, Wochenende. Und da dachten wir, wir nehmen euch wieder mit. Also ganz viel Spaß beim Video. Oh, guck mal, der Maddie ist schon ausgestattet mit einer, wie sagt man? Übermaske. Mit einer Maske, warte, wie heißen die? Sturmhaube. Sturmmaske? Sturmmaske. Sturmmaske. Der Maddie, der kann ja noch kein Kart fahren, aber der darf dann Bagger fahren. Na, Maddie? Ich kann auch Kart fahren. Go-Kart? Ja, ich glaube, du kannst Bagger fahren. Oh, und der Lennox ist auch schon hier. Bereit? Ja, das sieht ja echt böse aus, ja. Marlon? Ja, zieh ich gleich an. Zieh's auch gleich an. Ja, wir sind noch eben bei der Bank. Und so wollen wir jetzt nicht in die Bank rein, sonst wären wir festgenommen, glaube ich. Ja, holen noch ein bisschen Geld und dann geht's los. Und dann bin ich gespannt. Freust dich, Maddie? Ja. Maddie kann da, glaube ich, Bagger fahren. Niemand war nämlich letzte Woche da und hat sich mal erkundigt, was das kostet und ab welchem Alter das ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. So, wir sind jetzt angekommen. Hier ist die Kartbahn. Noch ist hier schön leer, jetzt sind wir so früh gekommen. 12 Uhr haben wir jetzt. Ja, mal gespannt. Freust du dich noch, Sie? Ja. Dann ist es schön groß, ne? Dann könnt ihr noch ein kleineres nehmen. Nee, blau ist größer. Da muss einer von denen hinter unten. Oder weiß. Weiß würde auch gehen. Gucken wir mal weiß von ihm. Und du, Maddie, willst auch gleich fahren? Ja. Hast du 1 Euro gekriegt? Ja. Darfst du auch gleich fahren? Ja. Okay. Oder? Oder? Okay. Ich glaube, der ist ein bisschen zu eng, weiß. Zu eng? Das ist dafür, wenn du Gas gibst. Schnell. So, ihr seid jetzt ausgestattet, ja, mit Helmen und Nackenschutz. Okay, dann viel Spaß. Die blaue Bahn. Blaue ist Bahn ist Kinderbahn, ne? Ja, sagt er sie. Genau. Aber die ist schon groß, ne? Ja, die ist schon echt groß. Stefanie, willst du jetzt fahren, der Fahrkarte? Ja. Und hier ist was für Maddie. Oh, das ist für Maddie. Warte, warte, Maddie, warte. Warte. Wir gucken erstmal Marlon Lennox und dann gucken wir nach dir, oder? Ja, kann ich schon. Ja? Ja. Ja. So, welchen willst du, den oder den? Besser ist der. Dann fällst du nicht weit runter dann. Der ist besser, oder? Den weißen. Komm besser hier, dann kannst du besser kommen. Fährt er das alleine? Nee, oder? Doch, das echt? Ach so. Echt? Okay, und? Habt ihr Lust? Ja. Cool. Die blaue Bahn, sagte sie, ist die Kinderbahn. Selber reingemacht? Oh Gott. Oh oh. Komm, ja gleich, komm mal her. Komm mal her. Was aus? Was links? Links, ja. Boah, zu Mama, komm mal her. Boah, Maddie. Super. Jetzt.
Warte. Okay, fahr erstmal, dann geht gleich. Machen wir noch mal, ja? Ja? Komm. Jetzt machen wir mal und dann darfst du noch mal, ja? Nehmt ihr noch auf oder was? Cool. Ja. Gleich darfst du noch mal, ja? Okay. Guck, jetzt kriegt Marlon und Lennox eine Einweisung, wie das funktioniert. Und dann dürfen die blau-weiße Bahn fahren. Ne? Ja. Da hinten dann auch, ja. Ganze Bahn. Das auch? Da hinten wo? Ah nee, das nicht. Das ist ein Fahrzeug, glaube ich, für die Arbeiter. Die bekommen gerade eine Anweisung, weil die zum ersten Mal hier fahren. Aber er macht das ganz gut, ne? Ja. Habt ihr noch Fragen? Okay, nochmal ganz wichtig ist, bitte. Gibt das? Ja, die müssen die Strecke erst kennenlernen, weil. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's. So, sie lernen jetzt noch immer die Strecke kennen, aber nach 4-5 Runden werden sie jetzt auch schneller. Gas, Gas! Ich sag Gas, Gas geben. Die sind noch total vorsichtig. Naja, das ist das erste Mal. Und der Maddie will noch mal auch fahren, Motorrad. Besser, komm. Roller, das ist Roller. Nein, das ist Roller.
Also ich bin, wie gesagt, mit Niemann hier vor 10 Jahren oder so gefahren. Da habe ich alle abgezogen. Ich habe meinen Mann abgezogen, ich habe alle abgezogen, die mit uns gefahren sind. Ich habe die alle überholt. Ne, Niemann? Ja, das stimmt. Also ich stehe dazu. Ich habe echt verloren. Also ich bin hier nicht zwei Runden gefahren. Also noch ein zweites Mal, ne? Ja. Und ich glaube, mir war dann richtig schlecht danach. Mir tat alles weh. Ja. Aber alles. Ja, da geht es anders zur Sache als hier bei den Kindern. Aber vor 10 Jahren. Also sie werden immer schneller, ne? Wenn sie hier vorne ankommen, werden sie jetzt schon schneller. Noxi traut sich noch mehr wie Marlon. Komm, komm, Marlon, komm! Die Kinderbahn ist ja lang, ne? Mhm. Ich hatte letztes Mal auch gedacht, das ist nur so einen großen doch, Kreis irgendwie. Ich meine, der war letztens ein bisschen kleiner. Ich glaube, die erweitern jedes Jahr, wenn die können, ne? Warte, Maddie. Marlon, glaube ich, geschafft zu überholen, oder? Ich glaube, er hat es geschafft, ja. Marlon, die letzte Runde hat er überholt. Jetzt ist Feierabend. Letzte Runde habe ich das noch geschafft. Ja, super. Aber kann ich gleich. Hat Spaß gemacht, Oxy? Ja? Kleine Babys jetzt, wa? Hallo Maddox, mach mal Winkel. So. Da machen wir rein. Da reinmachen. Und nun. Pussy da drauf. Gas geben. Genau.
So, ich zeige euch jetzt nochmal die große Bahn. Yo, Leute. Das ist die große Bahn, die erwachsene Bahn. Ja, die sind richtig schnell. Aber die haben auch ein besseres Rad. Langsam, also ich glaube, die waren schon schnell, Kinder, oder? Ich dachte, die waren schneller. Ja, ich hoffe. Die sind 3,5 PS, die Jugend hat 6,5 und die Erwachsenen 9,5 PS, glaube ich. Also in Dreier-Schritten PS, ne? Von 3, 6, 9, ne? Hat es dir gefallen? Ja. Hat Spaß gemacht? Ja. Aber du bist erst schon richtig langsam gefahren, ne? Ja, nein, das war langsam. Das war langsam? Was denn? Du hast doch am Ende doch überholt, oder nicht? Also war ja noch nicht so langsam, oder? Hä? War das cool? Ja. Willst du gerne nochmal? Ja. Also war das nicht langsam? Ja. Ja, also. Sag das doch den Leuten. Es war? Cool. Super, super. Also es war cool. Das meint Ballon. Er meint aber richtig cool. So, jetzt machen wir eine kurze Knabberpause. Mit ein bisschen Obst. Was möchtest du denn essen, Maddie? Ich habe sonst nichts dabei. Ich habe ein paar Brezeln. Und ich habe noch, glaube ich, Kekse. Also hier diese russische Brot. Das. Ja, also ich habe auch mal wieder richtig Lust zu fahren. Richtig cool. Das Wetter war auch super. Und es ist nicht viel los. Das ist echt sehr gut. Ja. Du bist richtig schnell gefahren, Mädi. Oh, ganz toll bist du gefahren. Ja? Ja. Nee, der ist bestimmt in die Bande gefahren da hinten oder so. Aber ihr seid echt gut gefahren. Fürs erste Mal. Hat Spaß gemacht, oder? Ja. Und du, Niemann, willst du auch fahren? Ja, aber mit, mit wem alles? Ja, also alleine macht es keinen Spaß. Ja, also ich weiß gar nicht, wenn ich gegen dich fahre, dann werde ich nur überholt und dann, ja, habe ich niemanden zu überholen. Also müssen wir schon ein paar Mal mehr sein. Also, Auto fahre ich ja langsam, ne? Da ist ja niemand anderes Kaliber. Aber das fahre ich echt gerne schnell. Das, ich bin es auch erst nur einmal gefahren. So, jetzt knabbern wir und dann überlegen wir, was wir mit dem Tag heute noch anstellen. So, wir sind, oder wir waren jetzt noch, ich gute 2 Stunden fast bei deinem Cousin, ne? Auf Besuch? Besuchen und dann kurz danach waren wir auch noch mal ein bisschen shoppen. Ja, also wir waren jetzt 2 Stunden abwesend, melden uns wieder. Wir haben jetzt 2:30, fast 3:15. Und wo sind wir jetzt, Maddie? Oder was kaufen wir jetzt? Ein Hamburger. Hamburger? Oh, und der Maddie hat eine Kelle bekommen. Er ist Polizist geworden jetzt. Ui. Oh, pfeif mal. Ja, nehmen wir unsere Burger jetzt mit und setzen uns noch mal irgendwo Spielplatz. Auf den Spielplatz. Genau. Weil das mit den anderen was vorkauen. Richtig toll. Ich glaube 22 Grad. Ja. Und jetzt, wir haben noch nichts gegessen, außer gefrühstückt. Und schon fast 3:15. Krass, wie die Zeit jetzt doch verging. So, wir haben uns jetzt hier auf den Spielplatz erstmal auf den Boden gesetzt und essen erstmal Hamburger. Mädi hat ganz großen Hunger. Na? Niemand? Dein Hamburger? Ja, nimm du erstmal. Da drinnen. Irgendwo. Ja. Guten Appetit. Danke. Thank you.
Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy. Ist gut, ist oder? So stopp machen. Stopp, stopp, stopp. Alles gut? Ganz schnell. Lass doch los. Lauf. Lauf. Bitte nicht. Nee, ich will nicht. Papa, Papa, nee, ganz nee, kurz. Nee, du bist schon schlecht vom Gucken. Ich hasse, was sich in eigene Achse dreht. Also das. Oh. Das ist viel großer, Mama. Ja. Ich mach so, das. So, wir sind jetzt gerade eben zu Hause angekommen. Und ich mache jetzt hier noch ein bisschen Wäsche. Ich habe hier noch zwei Maschinen und da hinten noch eine Maschine. Die wollen wir jetzt noch eben, oder will ich jetzt noch abhängen. Und die Kinder spielen jetzt noch ein bisschen im Garten. Ja, dann würde ich mich jetzt tatsächlich von euch verabschieden. Denn morgen werden wir mit Nimons Cousin, Frau und Family genau das gleiche nochmal machen. Also auf die Kartbahn fahren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Kamera mitnehme. Also falls ja, seht ihr es dann im nächsten Video. Und genau, falls nicht, dann kommt ein anderes Video. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!